Ich bin Matthias Heinemann, bin 27 Jahre alt. Ich arbeite bei Amazon in Leipzig. Meine Aufgabe ist dort, die Inventur zu überwachen und die Qualität von den Kunden sicherzustellen. Wir haben ja mittlerweile 8 Versandzentren und in Berlin wird jetzt gerade ein neues Versandzentrum eröffnet. Also die sind weiter am Expandieren. Also Amazon ist der weltgrößte Online-Händler und wir sind angestellt als Versandmitarbeiter. Ja, heute war es etwas anstrengend, viel laufen, ca. 30 Kilometer wieder laufen und immer knien und hoch und es war schon heute ein bisschen sehr anstrengend und es auch geschafft dann. Der deutsche Markt ist für Amazon der zweitumsatzstärkste Markt weltweit und natürlich haben die da riesen Gewinn und machen auch riesen Umsätze. Ein sehr wichtiger Markt für Amazon. Bei Amazon findet man sehr viele Sachen günstiger. Die Kundenfreundlichkeit steht an erster Stelle. Je glücklicher der Kunde, umso öfter bestellt er bei Amazon. Und das führt natürlich im Endeffekt auch zu Wachstum. Durch die günstigen Preise, da wird auch versucht, eben natürlich bei den Mitarbeitern die Personalkosten zu drücken, zu sparen. Wir sind Menschen, wir möchten auch als Menschen behandelt werden. Und bei Amazon hat man eben manchmal das Gefühl, nicht als Mensch wahrgenommen zu werden, sondern als Roboter. Man hat zu funktionieren. Man hat zu arbeiten und das ist eben ein sehr großes Manko bei Amazon. Also ich zeige euch jetzt hier mal ein Video von Amazon in Leipzig, wie eben der Versandablauf so funktioniert. Das ist hier unser Versandzentrum in Leipzig. Wir begleiten jetzt hier den Picker von der Bestellung bis zur Auslieferung. Das Zentrum ist ca. 70.000 Quadratmeter groß, entspricht ungefähr 11 bis 12 Fußballfeldern. Also der Picker geht jetzt hier zum Regal und scannt praktisch die Ware ab. Für die Picker sehr anstrengend, weil die müssen pro Tag mindestens 25 bis 30 Kilometer laufen, Karts schieben, Treppen steigen jeden Tag. Die Packer müssen den ganzen Tag stehen und Pakete packen. Also das ist teilweise schon sehr anstrengend und geht auch gerade für die älteren Mitarbeiter sehr auf die Knochen. Also es ist alles auf Effizienz abgestimmt, die ganzen Prozesse. Die Mitarbeiter wissen genau, was sie machen müssen. Jeder Handgriff ist vorgegeben. Natürlich alles für den Kunden, damit der Kunde sein Paket schnell bekommt. Also man arbeitet ja teilweise mit Handscanner. Den Scanner werden ja die ganzen Daten erfasst und man wird natürlich dann auch überwacht, ob man seine Leistung bringt, ob man effektiv ist und produktiv. Der erste Streik war natürlich eben was Neues, was für die ganzen Mitglieder was Unerfahrenes. Viele waren zum ersten Mal streiken, die kannten das nicht. Was ist das jetzt? Wie verhalte ich mich und was mache ich da? Also wir haben jedes Mal mindestens 20, 30, 40 neue Mitglieder gewonnen durch den Streik. Wo wir natürlich sagen, Mensch, wir sind froh über jedes Mitglied. Wir sind jetzt fast 700 Mitglieder. Also wir können uns darauf verlassen, dass wir nur zum Streik aufrufen, dass pro Schicht immer 200 bis 300 Mann draußen stehen. Also Amazon ist ein harter Brocken, das wissen wir alle, das wissen auch die Verdi-Mitglieder, dass eben Amazon ein großes Schiff ist, den kann man bewegen, aber eben auch mit viel Kraft. Also es wird noch eine lange Zeit dauern, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Wir haben erstmals hier in Deutschland Amazon den weltgrößten Online-Händler bestreikt und es hat natürlich Auswirkungen auf die ganze Branche, sei es jetzt andere Unternehmen wie Zalando, Redcoon und sowas. Auch Amazon-Standorte weltweit in Amerika, die sehen natürlich auch, Mensch, die in Deutschland, die haben schon gestreikt, die haben Wirkung gezeigt, die haben Geschichte geschrieben. Das möchten wir jetzt auch und Amerika ist auch ganz dabei, sich gut zu organisieren. Natürlich werden wir Amazon weiter bestreiken, solange eben bis wir Tarifverhandlungen aufgenommen haben. Wir wollen ja eigentlich gar nicht streiken, aber Amazon möchte keine Tarifverhandlungen und es bleibt nur praktisch das letzte Mittel, Arbeitskampf, und den werden wir auch weiter durchsetzen.